Bitte. Hallo, schönen guten Tag. Lili Scholl spricht am Apparat. Spreche ich mit Lori Oris? Nee, mit Herrn Knusprig, Knusprig. Also, möchte ich mit Herrn Gerald Hubschhauber sprechen? Nee, den gibt's nicht. Also, ich habe Ihre Daten bekommen wegen Online-Handel. Deswegen habe ich angerufen. Ja, aber wie wollen Sie denn jetzt sprechen? Also bei mir steht diese zwei Namen, Gerald Hubschauber und Lori Oris Knusprings Knuspring. Ja, knusprig, knusprig. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder eine ganz nette Trading-Abzockerin dran, die wir hier auf dem Kanal schon öfters gehört haben. Die nette Dame, die stellt auf jeden Fall irgendwann im Laufe des Gesprächs fest, dass wir es nicht ganz so ernst mit ihr meinen. Naja, und den Rest und das Ende kann man sich ja denken, in der Regel machen sie sich ziemlich schnell aus dem Staub. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem ganz wichtig, jede Menge Aufklärung, was wir da für Menschen am Telefon haben. Ja, sind Sie? Ja. Okay, Herr Knusprig, ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Es geht um Online-Handel. Ja? Sie haben Interesse gewusst, am Finanzmarkt zu handeln, ja? Aha. Also, was für eine Erfahrung haben Sie in diesem Bereich oder ist es ganz Neues für Sie? Gar keine. Gar keine, okay. Mhm. Dann ich informiere Ihnen ganz kurz. Ja, für das Aktivation Ihrer Handelskonto mindestens brauchen Sie 220 Euro. Es ist Ausgangspunkt. Die zweite Stufe gibt es mit 500 Euro und Maximuminvestition gibt es mit 1000 Euro. Mhm. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren und danach ich gebe Ihnen weitere Informationen. Na, aber was heißt denn aktivieren? Also Aktivation war, also Sie haben nur Registration gemacht auf dem Finanzmarkt und Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiviert. Für das Aktivation brauchen Sie Geld investieren, also dafür brauchen Sie mindestens 250 Euro und ja. Damit können wir Konto zu aktivieren und danach können wir Handeln anfangen. Haben Sie es verstanden, ja? Nicht so richtig, nee. Also was haben Sie nicht richtig verstanden? Na, so alles so. Weiß ich nicht, das ist verwirrend. Bitte? Ich finde das sehr verwirrend. Also, Sie haben auf dem Finanzmarkt unaktives Handelskonto. Was heißt das? Und für das Aktivation brauchen Sie... Was heißt denn ein unaktives Konto? Was heißt denn das? Unaktives. Es handelt nicht und mit unaktives Konto, Sie bekommen gar keinen Profit sozusagen. Also Sie möchten mit dem Bitcoin handeln, mit dem Amazon-Aktien, mit dem Tesla-Aktien. Also Sie haben Möglichkeit, es mit dem Ethereum handeln, Rohstoffen, mit den verschiedenen Wertanlagen. Ja, aber Ihr Mikrofon wird permanent leise. Sie müssen da mal irgendwie Ihr Mikrofon an den jetzt, machen. Ja, jetzt hören Sie mich besser, okay? Ja? Also... Sie haben Anmeldung gemacht mit dem Bitcoin. Ist das richtig, ja? Weiß ich doch nicht. Sie möchten auf dem Finanzmarkt, Sie möchten mit dem Bitcoin zu handeln. Ja, das kann man machen, ja. Deswegen habe ich angerufen, ja? Ach so. Und dafür brauchen Sie ja 250 Euro. Das Geld bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto und danach haben wir Möglichkeit, Positionen zu öffnen und damit Geld verdienen. Haben Sie mir verstanden? Ein bisschen, ja. Mhm. Okay, das habe ich Ihnen gesagt, vier oder fünfmal. Okay, jetzt sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie PayPal? Online-Banking oder Kreditkarte? Mhm, also, wo, mit welch, was haben Sie? Das PayPal gesagt benutzen haben. Sie? Ja, ja, PayPal-Konto? Das, was Sie gesagt haben. Mhm. Also, mit welchem Weg möchten Sie Konto zu aktivieren? Ja, das ist mir ja egal. Was ist denn da besser? Besser ist, als ist die benutzende PayPal-Konto. Ja,
weil PayPal ist die sicherste Einzahlungsmöglichkeit und Sie müssen jederzeit zahlungsfunktionieren auch, ja? Okay, aber was macht PayPal nämlich, ja, Sie gleichzeitig, schauen Sie bitte, wenn Sie das Geld zum Beispiel mit dem PayPal-Konto aktivieren, Sie bekommen das Geld schriftlich aus Ihrem Handelskonto ungefähr nach 2 Minuten. Also diese 250 Euro wird abgebucht von Ihrem PayPal-Konto und schriftlich bekommen Sie das aus Ihrem Handelskonto. Haben Sie es verstanden, ja? Mit dem Online-Banking, mit dem Online-Banking normalerweise die normale Überweisung dauert 2 oder 3 Arbeitstage, ja? Und ja, mit dem PayPal, wir verlieren, ja, verlieren gar keine Zeit, ja? Deswegen das Beste ist es, wenn Sie nutzen den PayPal kommen. Aha. Also, jetzt entscheiden Sie. Haben Sie PayPal-Konto, Online-Banking oder Visa Mastercard? Ja, das kann ich sogar alles machen. Ja, ja, dann benutzen Sie die alle Möglichkeiten. Perfekt, super. Okay, dann machen wir es so. Dann aktivieren wir Handelskonto mit dem minimalen Einstiegskapital. Ja, wenn Sie keine Erfahrung haben in diesem Bereich, plus von unserer Seite, also persönlich, ich gebe Ihnen 100 Euro extra Geld dazu und insgesamt auf Ihrem Handelskonto bekommen Sie 350 Euro. Haben Sie es verstanden? Wie meinen Sie das? Wo kommt das Geld her? Ja, das Geld bekommen Sie auf Ihrem Handelskonto. Plus mit Ihrem 250 Euro bekommen Sie plus 100 Euro extra Geld dazu. Es ist noch für Ihre Sicherheit, wenn Sie Anfänger sind. Haben Sie es verstanden? Also verschenken Sie Geld. Ja, sozusagen. Also, weil sind Sie Neues bei uns. Deswegen bekommen Sie also Willkommensbonus. Haben Sie es verstanden? Okay, perfekt. Der absolute Wahnsinn. Tja, die Telefonleitung ist ja an der Stelle auch ein bisschen komisch, aber das absolut Wahnsinnige ist, dass das Gespräch hier tatsächlich immer noch nicht aufhört. Die nette Tante macht weiter und weiter und weiter. Und erzählt uns die gesamte Zeit irgendwas vom Pferd, beantwortet Fragen nicht und sie macht einfach weiter in dem Programm. Sie liest halt einfach ihr Skript vor. Irgendwie davon abweichen kann sie scheinbar nicht. Denn sobald man eine Frage stellt, sagt sie ja meistens eigentlich nur ihr Ja und macht dann weiter in dem Skript, was sie da so vorlesen möchte. Ich weiß mal auch nicht. Das finden die selbst für seriös. Das Problem ist, dass, sie verhält sich ja jetzt hier zumindest erstmal nicht so furchtbar wie der ein oder andere Betrüger und macht hier einen auf dicke Hose. Das wirkt ja zumindest erstmal wie eine Beratung, auch wenn es schlichtweg einfach am Ende keine ist. Tja, aber hier könnte sicherlich der ein oder andere sein Geld drin verlieren. Die Frage ist halt immer nur, was bewegt die Menschen, hier das Geld überhaupt einzuzahlen? Tja, wenn man keine Vergleiche hat und nicht so viele Videos nacheinander anhört, wie ihr hier auf dem Kanal, dann hat man halt einfach keinen Vergleich. Wenn man noch nie damit zu tun hatte, dann weiß man auch nicht, wie sich das eigentlich anhören muss. Theoretisch sollte man das eigentlich wissen. Ja, aber es passiert halt trotzdem, dass die Leute darauf reinfallen. Von daher teilt er gerne die Inhalte mit allen Menschen, die ihr kennt, damit niemand auf sowas reinfällt. Okay, jetzt haben Sie Möglichkeit, auf Ihrem PayPal-Konto einzuloggen. Was ist mit dem PayPal-Konto? Also einzuloggen. Loggen Sie sich auf Ihrem PayPal-Konto ein. Ja, da hat man ja dann auch den Käuferschutz, ne? Bitte? Den PayPal-Käuferschutz. Also haben Sie PayPal-Konto, ja? Vielleicht haben Sie die Applikation im Handy oder haben Sie das alles installiert im Laptop oder im Tablet? Ja, das ist ja der normalerweise, womit arbeiten Sie? Normalerweise. Wie meinen Sie das, womit ich arbeite? Mit dem Handy oder mit dem Tablet, mit Laptop oder mit dem Rechner? Nee, da gar nichts davon. Arbeiten nicht mit den Händen. Okay, welche Hände haben Sie? Ist das Samsung oder iPhone? Nee, Hände mit 5 Fingern dran. Also eigentlich 4 und einen Daumen. Also,
Handy? Ist das Android oder iOS? Also iPhone oder Samsung, Huawei, Nokia, welche haben Sie? Ja, da habe ich ja Handy. So ein schönes 3310. Aha, alles noch. Klar. Da schon den 17. Akku drin. Okay, alles klar. Jetzt öffnen Sie bitte PayPal-Applikation, okay? Und noch eine Frage habe ich. Unter dieser Nummer haben Sie kein WhatsApp, ja? Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Festnetztelefon, okay. Wo Sie mich anrufen. Können Sie mir diktieren die Nummer von Ihrem WhatsApp? Nee. Warum? Weil ich kein WhatsApp habe. Haben Sie WhatsApp, ja? Und ich brauche Nummer von Ihrem WhatsApp. Ja, wir bleiben im Kontakt per WhatsApp. Okay? Nee. Warum? Ich habe keinen Kontakt? Also haben Sie kein WhatsApp? Ja, habe ich ja gesagt. Okay. Okay. Ihre E-Mail-Adresse? Na, was E-Mail-Adresse? Also haben Sie Posteingang auch, ja, denke ich. Jeder normale Mensch hat Posteingang. Ja, was meinen Sie denn damit? Also ich möchte Ihnen etwas zu senden. Haben Sie gar kein WhatsApp und gar keinen Posteingang? Na, E-Mail-Kan habe ich ja. Okay, dann diktieren Sie mir bitte die E-Mail-Adresse, okay? Na, die steht doch da bei Ihnen. Also bei mir steht gerald.hubschrauber@mdccfan.de. Genau. Okay. Jetzt schreibe ich Ihnen etwas. Okay. Mhm. Warten Sie kurz. Ja, ich. Ich vorbereite für Sie etwas. Okay. Was denn? Also. Jetzt gerade können Sie Ihren Posteingang öffnen. Ich sende Ihnen Instruktionen für PayPal, okay? Was ist denn eine Instruktion? Also mit welchem Weg können Sie Geld investieren? Von Ihrem PayPal-Konto auf Ihrem Handelsplattform? Na, da brauche ich ja nur Ihre PayPal-E-Mail-Adresse. Dann ich buchstabiere Ihnen, wie Sie möchten, okay? Was denn? Sind Sie eingeloggt auf Ihrem PayPal-Konto? Nee. Also, loggen Sie sich, okay, bitte. Was? Ich habe Sie gerade nicht verstanden. Loggen Sie sich auf Ihrem PayPal-Konto, okay? Ja, jetzt haben Sie in Ihr Mikrofon in den Mund gesteckt. Jetzt höre ich auch nichts mehr. Bitte? Ja, wenn Sie Ihr Mikrofon in den Mund stecken, dann höre ich auch nichts. Okay, jetzt hören Sie mich besser, ja? Ja, geht so. Besser ist nicht so unbedingt. Eher so, weiß ich nicht, anders schlecht jetzt. Okay, überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang, okay? Sie sind sehr leise jetzt. Also. Jetzt ist besser? Jetzt ist wieder besser. Okay. Jetzt überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang, okay? Was ist da drin? Also öffnen Sie und von Lili Scholl haben Sie Nachricht bekommen. Aha, was ist das für eine Nachricht? Also öffnen Sie bitte und lesen Sie bitte das, okay? Was kommt denn für eine Nachricht? Aktualisieren Sie bitte Ihren Posteingang. Ist noch nichts da. Suchen Sie bitte Nachricht von Lili Scholl. Ja, ist noch nicht da. Okay, dann warten wir da. Vielleicht das dauert 2 Minuten, ja? Ja, das kann schon mal vorkommen. Mhm. Okay, gleichzeitig loggen Sie sich bitte auf Ihrem PayPal-Konto ein, okay? Na, erstmal wollten Sie mir ja noch erklären wegen dem PayPal-Käuferschutz. Bitte? Ja, wegen dem PayPal-Käuferschutz. PayPal was? Käuferschutz. Also, okay, jetzt schauen Sie bitte. Was ist damit? Okay, PayPal haben Sie. Ja, und der Käuferschutz? Was meinen Sie? Ich habe es nicht verstanden. Na, den PayPal-Käuferschutz. Machen,
machen Sie damit einen Spaß oder was machen Sie hier gerade? Na, hören Sie mich irgendwie lachen? Nö. Oder? Habe ich gelacht? Bitte? Habe ich gelacht? Also, fand ich das witzig. Also, ist doch nur eine ganz normale Frage. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Okay. Jetzt hören Sie mal zu, okay? Und lassen Sie mich ausreden. Na, mach ich doch. Jetzt. Ja. Okay. Loggen Sie sich auf Ihrem PayPal ein. Also dafür brauchen Sie Benutzername und Kennzeichen. Ja, genau. Das ist richtig. Wenn man sich da einloggen will, braucht man das. Okay. Und wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir erst Bescheid, okay? Na, erstmal wollte ich eine Antwort auf meine Frage. Was für eine Frage haben Sie? Na, was mit dem PayPal-Käuferschutz ist. PayPal, die andere Worte verstehe ich nicht. Na, Käuferschutz. Käuferschutz? Käuferschutz. Das habe ich nicht verstanden. Na, den PayPal-Käuferschutz. Wie sieht es denn damit aus? Also, sind Sie eingeloggt? Nein, noch nicht, weil Sie haben ja meine Frage noch nicht beantwortet. Aber Ihre Frage, ich verstehe nicht. Was meinen Sie? Ich verstehe kein Wort. Na, dann weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie denn da noch einen anderen Mitarbeiter, der besser Deutsch kann. Also. Ich warte so lange, bis Sie den Mitarbeiter geholt haben. Also, Heik Knusprig, Knusprig. Knusprig, Knusprig. Knuspring. Knusprig. Ne, Knusprig, Knusprig. Knusprig, Knusprig. Nee, war wieder falsch. Knusprig. Okay, es ist sehr schwierig für mich, wirklich. Sage ich Ihnen. Knusprig, Knusprig. Ja. Okay. Knusprig, aber in meinem Höschen. Also, Ihren Namen bitte, es ist die Lore Oris Knuspring Knuspring. Ist das Knusprig, richtig? Knuspring Knuspring. Aber die nee, Name Knusprig, Knusprig. Ist. Also, es ist Name oder Nachname? Na, das ist der Nachname, Knusprig Knusprig. Aber wo ist die Person Gerald Hubschauber? Ja, die Person existiert nicht. Also, die E-Mail-Adresse lautet sie Gerald Hubschrauber mdcfan.de. Richtig, genau. Das ist die E-Mail-Adresse. Okay. Also, haben Sie die Nachricht bekommen? Nee, das ist nicht da. Also, vielleicht die Nachricht haben in den Spam gegangen. Überprüfen Sie bitte Spambox auch. Beim Fahren. Spam. Ja. Guck ich mal. Okay. Wie ist das jetzt mit dem PayPal-Käuferschutz? Das wollten Sie mir ja noch beantworten. Da wollten Sie mir ja noch einen anderen Mitarbeiter holen, der das beantworten kann. Also, können Sie mir es buchstabieren? Wirklich habe ich nicht verstanden. Na, Käuferschutz. Käuferschutz? Schutz, nicht Schulz. Käuferschutz. Schutz, genau. Wie okay. Schützen. Also, ist das meinen Sie, okay, es ist und kostenlos. Ja? Kostenlos. Kostenlos. Das habe ich jetzt gerade jetzt das verstanden. Ja, das habe ich nicht gehört. Okay? Aha. Also, jetzt brauchen Sie auf Ihrem PayPal-Konto einzuloggen. Muss ich jetzt machen? Bei PayPal. PayPal, ja. Ja, da bin ich jetzt drin. Okay. Und jetzt sehen Sie die Option Geld senden oder senden. Nee, wo sehe ich das? Also, sind Sie eingeloggt auf Ihren PayPal-Konto? Ja. Okay. Und dann auf jeden Fall, also normalerweise, Sie wissen, wie funktioniert PayPal, ja? Ich nutze das nicht oft. Nicht oft? Okay. Nicht so oft. Und bei PayPal, da weiß ich nicht, da kommt immer so eine Fehlermeldung. Manchmal Fehlermeldung? Geht einfach nicht. Ja, das geht einfach nicht. Also ich habe ja da gedrückt, aber dann sagt er, geht nicht. Da steht dann kaputt.
Okay. Nutzen Sie Online-Banking? Bei PayPal jetzt oder bei dem? Nein. Nee? Online-Banking. Nutzen Sie Online-Banking. Ach, das mit dem Bezahlen, meinen Sie? Jawohl. Zahlungsmethode meine ich. Kreditkarte, ja. Zum Beispiel Visa oder Mastercard. Online-Banking oder ja. PayPal. Das habe ich. Also das habe ich verstanden. Sie müssen PayPal-Konto. Aber haben Sie Online-Banking? Ja. Okay, perfekt. Ja. Okay, aber die Nachrichten haben Sie nicht bekommen. Mhm. Über E-Mail, ja? Deswegen brauche ich die WhatsApp-Nummer. Die WhatsApp-Nummer? Mhm. Ich kann Ihnen das alles schreiben. Gleich. Was denn für ein WhatsApp-Nummer? Also, Handy haben Sie, ja? Handy. Normalerweise. Ja, genau. Sind für okay. Nokia 3310. 3310. Und in Ihrem Nokia ja. haben Sie eine Applikation, das heißt die WhatsApp, wie zum Beispiel die Facebook, Instagram? Nee. Nee. Haben Sie kein WhatsApp? Nee. Können Sie es installieren auf Ihrem Nokia? Das habe ich noch nicht probiert. Wie geht das? Okay, im Nokia vielleicht haben Sie eine Applikation, das heißt die Play Store? Nee. Play Store? Mm-mm. Nee. Also, es nicht. Ist die alte Modell von der Nokia, oder? Nein, 3310. 3310, okay, das überprüfe ich jetzt. Mhm, so alt ist es noch gar nicht. Jetzt, ich habe das Handy jetzt vielleicht gar nicht. 25 Jahre oder so, länger ist das noch nicht. Okay, das habe ich im Google recherchiert. Okay, dann sind Sie richtig. Auf diesem Nokia können Sie keine Applikation runterladen, ja? Ach so. Und jetzt? Okay, und jetzt? Jetzt, okay. Öffnen Sie bitte Posteingang und ich diktiere Ihnen meine E-Mail-Adresse, okay? Ja. Und schreiben Sie mir bitte etwas, okay? Darf ich Ihnen das diktieren? Mhm. Es ist L. wie Ludwig. Dann also kommt L. Warten Sie. L. Punkt. L. wie Ludwig. Punkt. Nein. Haben Sie aber gesagt. Löschen Sie bitte das alles. Ja, löschen Sie bitte das. Und was fangen denn? Also, L. wir, ja. Ach so, also alles, wir das. Ja. Alles weg, ja. Alles weg? Ja. Okay. L wie Ludwig. Moment. L wie Ludwig. Ludwig mit G oder mit CH? Ludwig oder Ludwig? Nein, dann brauchen Sie nur erste Buchstabe. L. Ach so. Also nur den. Ach so. Ja? Haben Sie es L geschrieben? Mhm. Dann kommt Punkt. Ein Punkt. P habe ich. Okay, dann kommt S. Ein F? S. Wie ein Siegfried. F? Jawohl. Oder Schleuderpanzer. Ja, habe ich. Und jetzt? Dann kommt C. Ja. Also C haben Sie geschrieben. Ja. Dann kommt H wie Heinrich. Was haben Sie geschrieben? Ein H wie Heinrich. Okay, dann kommt O wie Otto. Ja. Und zweimal L. Also zwei, dann so ein X und L, ja? Zweimal L. L. Soll. Und noch ein L, also insgesamt drei L. Okay, Herr Knuspring. Nee, Knusprig. Knusprig. Nee, Knusprig. Wie Knusper Knäuschen. Knabbert am Häuschen. Wie aus dem Märchen da bei der Gelände. Das okay, wenn ich frage. Das hat mir neulich die Barbara bei der Bettina erzählt.
Okay. Wenn ich fragen darf, natürlich. Wie alt sind Sie und was machen Sie vom Beruf? Also welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Die beides, ja. Wie alt sind Sie und was machen Sie vom Beruf? Ja, also ich bin 29 und 29? So ja. Junge Mann, okay. Ja. Und beruflich bin ich Hellseher. Okay, und Ihre Familienstand, sind Sie verheiratet oder wohnen Sie alleine? Ja, also ich bin verheiratet. Ja. Also Kinder auch haben Sie? Nee. Ah, nur Frau? Nee. Also haben Sie mir jetzt gerade gesagt, sind Sie verheiratet, ja? Ja, genau, das ist ja richtig. Okay. Herr Knusprig, Knuspring. Knusprig. Das habe ich richtig? Ja, jetzt ist richtig. Okay, Herr Knusprig. Jetzt lege ich auf, verabschiede Warum? Ich mich. Ich dachte, Sie wollen mir bei der Anmeldung helfen. Aber denke ich, dass Sie nur einen Spaß machen damit, Warum? Ja? Und leider, ich habe so viel Zeit. Ja. Weil ich habe so viele Kunden und ich arbeite mit meinen Kunden und meine Zeit kostet zu viel. Deswegen, ich habe verloren ungefähr 30 Minuten von meiner Zeit. Ja, das Herr Knusprig, ist auch gut. Dann kannst du in der Zeit keine anderen Leute beschäftigen. Verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja, das wünsche ich mir auch, aber betrüge heute bitte nicht mehr so viele Leute. Okay? Bitte, was meinen Sie? Na, ich sage, du sollst heute nicht mehr so viele Leute anrufen und die betrügen. Nein, was denken Sie? Also ich sitze jetzt hier, das haben Sie selber von Ihrem Wunsch die Anmeldung gemacht haben. Genau. Ja? Genau, das ist richtig. Genau. Ja. Ja, deswegen, ich habe Ihre Daten bekommen und bei uns, es funktioniert nicht, was Sie jetzt gesagt haben. Warum funktioniert das nicht? Und was denken Sie? Ich sitze jetzt hier in meinem Büro und mit dem 250 Euro, ich mache eine Kriminelle in Deutschland. Was denken Sie? Ja, genau so es wie ist das ist, denke ich. Es ist unlogisch und unmöglich. Knusprig. Unmöglich ist das ja nicht. Das okay, funktioniert auch, einen schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir nicht so. Ja, und dann hat sie uns verlassen, die nette Betrügerin. Ja, also PayPal-Käuferschutz gibt's natürlich bei solchen Transaktionen nicht. Diese Antwort habe ich eigentlich auch von der netten Mitarbeiterin erwartet, nur hat es irgendwie überhaupt nicht verstanden, was ich von ihr wollte. Schon lustig, ein Zahlungsmittel anzubieten und sich dann damit überhaupt nicht auszukennen. Tja, was soll man anderes erwarten, wenn man von so einem Callcenter angerufen wird? Doch eins war hier wieder absolut klar. Es ging die ganze Zeit nur um euer Geld, nicht um irgendwelchen Service oder irgendeine Beratung. Nee, man will hier einfach möglichst schnell an eure Kohle kommen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann natürlich gerne den Kanal abonnieren. Da unterstützt ihr den Kanal natürlich auch mit und ihr verpasst in Zukunft auch keine neuen Videos mehr. Am besten natürlich gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir hier was Neues auf dem Kanal haben. Wer mag, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.